Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind schon unterwegs. Es ist 9:30 Uhr. Bin jetzt mit Maidi draußen, machen ihr noch mal einen Spaziergang, bevor wir dann nach Kiel fahren gleich. Hatte euch ja erzählt, dass wir ins Kinderkrankenhaus fahren zur Untersuchung. Und diesmal mache ich das mit meiner Tochter. Hoffe ich mal, dass ich das Baby ruhig halten kann. Da ich ja keinen Führerschein habe, muss meine Tochter fahren. Ja, hilft alles nichts. Kriegen wir schon hin. Na gut, wir werden den Kleinen jetzt ein bisschen hungern lassen bis 10:30 Uhr, damit er ordentlich seine ganze Mahlzeit trinkt, weil im Moment hat er das so, dass er so alle halbe Stunde dann mal will und er nicht richtig satt wird. Wir haben ja die Magensonde gezogen und oder er hat sich die gezogen. Seitdem muss er alleine trinken. Das klappt ganz gut zum Glück. Naja, ich sehe heute so aus, obwohl ich diese Jacke nicht anziehen werde, weil ich fürchte, vielleicht wird mir die zu warm werden. Ich weiß nicht, oder vielleicht auch nicht. Oh, ein Glück, Miley macht ihr Geschäft. Miley muss nämlich alleine jetzt bleiben hier im Haus. Es ist keiner da, das heißt, mein Sohn ist noch da. Der hat Spätdienst, geht dann aber auch. Und dann ist Miley alleine. Ne? So ist das. Genau. Und insofern werden wir jetzt nochmal einen kleinen Gassi-Spaziergang machen, damit sie alle ihre Sachen erledigt, ein bisschen ausgepowert ist und dann fahren wir nach Kiel. Vielleicht sollte ich die Jacke doch anlassen. Ich werde das mal die ganzen Make-up-Ränder sauber machen. Die Jacke ist eigentlich sauber. Die habe ich noch vor gar nicht so langer Zeit gewaschen. Aber das Make-up halt immer, ne? Ist echt eklig. Mal gucken, ob ich das abwasche oder ich ziehe mir, zieh mir den weißen Mantel an. Aber wenn das nachher in Kiel so kalt ist wie hier, dann werde ich frieren mit dem Mantel. Ich habe auch nur so einen dünnen Pulli an. Vielleicht sollte ich mir einen dickeren anziehen. Keine Ahnung. Naja, mal sehen. Gibt es hier auch nichts Neues, nur die alten Blumentöpfe. So, wir gehen jetzt los. So sehe ich aus. Miley bleibt hier. Ist ja jetzt auch erst eingeschlafen. Ja. So. Miley guckt aus dem Fenster. Und los geht die Fahrt. Wir sind auf dem Weg nach Kiel. Meine Tochter fährt den Wagen und Baby sitzt neben mir. Wir müssten, wenn ich das richtig sehe, gerade aus Bad Oldesloe rausfahren oder sind schon ziemlich am Ende von Bad Oldesloe angelangt und werden gleich die Stadt verlassen haben. Ja, ich hoffe einfach nur, dass der kleine Mann die ganze Zeit ruhig bleibt und nicht aufwacht, damit wir möglichst eine stressfreie Fahrt erleben. Hier dachte ich mir, ich zeige mich mal in voller Pracht. Man sieht mir langsam an, dass ich Kopfschmerzen bekomme. Ein kleines Baby schläft aber zum Glück weiterhin. Ich bin sowohl müde, als auch, dass mir der Döns wehtut. Aber es geht ganz gut. Und deswegen Strecke nach Kiel von Baustellen durchforstet wurde, würde ich immer so sagen. Also überall seht ihr, kann man tatsächlich nur sehr langsam fahren. Und das ist natürlich ziemlich nervig, zumal wenn Stau auftritt. Das hatte nämlich meine Tochter mal mit meinem Mann vor ein paar Wochen, als sie nach Kiel zum Krankenhaus gefahren sind, war da Stau und ich glaube, sie haben so 2-3 Stunden gebraucht, bis sie wieder zurück waren in Bad Oldesloe. Jetzt fahren wir gerade nach Kiel rein
Und da war ich froh, dass der Kleine nicht angefangen hat zu weinen. Hier ist der Kieler Hafen, den man jetzt in seiner vollen Pracht erleben darf. Die großen Schiffe haben wir auch sehen können. Es waren einige Kreuzfahrtschiffe vor Ort und die habe ich dann versucht, so ein bisschen mit einzufangen. Nachher auch, wenn ich nach in die Innenstadt gehe, habe ich auch ein bisschen was aufgenommen, als ich zu Fuß unterwegs war. Jetzt seht ihr hier ein paar Schlepper, müssten das sein. Und ja, auch dort natürlich ein Kran, der Lasten und Ähnliches schleppt. Weiterhin alles ruhig im Auto, damit der Kleine nicht aufwacht. Wir sind aber auch gleich im Parkhaus von Kiel und dem Krankenhaus angekommen. Bei wunderschönem Wetter, da habe ich echt Glück gehabt, weil ich nachher noch einen richtig langen Spaziergang machen werde. Und wenn es geregnet hätte, wäre das echt doof gewesen. Es war relativ milder. Natürlich, hier ist der Düssel. Ist das Kreuzfahrtschiff zu sehen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie es hieß. Ja, auf jeden Fall interessant, immer mal wieder sich das anzuschauen. Und jetzt sind wir immer noch nicht im Parkhaus. Mensch. Nee, aber kurz davor. Wir sind jetzt kurz vorm Krankenhaus. Wir werden gleich drehen um die Ecke einmal rum und dann sind wir da. Immer noch alles ruhig. Und die Sonne, ne? Wenn es jetzt geregnet hätte, ich sag's euch, dann wäre ich in ordentlichen Schwierigkeiten gewesen, weil ich muss gleich über 4 Stunden Zeit überbrücken, bis die beiden fertig sind. Nehmt euch einfach einen kleinen Spaziergang mit durch Kiel. Die zwei linken Spuren verwenden, um abzubiegen. Immer wieder schön, die Schiffe zu sehen. Genau, hier kommen wir dann im Parkhaus an, müssen ganz bis nach oben, weil überall voll ist. Ich glaube, wir waren im 5. Stock, da haben wir dann einen Parkplatz gefunden. Angekommen. Okay, es wird aber recht knapp hier. Ob du das Ding da rauskriegst, möchte ich mal bezweifeln. Bitte angestoßen. Im Parkhaus. Hallo, hallo. Lost in Kiel, haben wir gerade gesagt. Wir treffen uns, wenn meine Tochter mich anruft, in 2 Stunden beim Haupteingang in Kiel beim Krankenhaus. Naja, also ich weiß ja nicht, ob ich das finde. Ich gehe jetzt hier einfach mal raus. Keine Ahnung, wo wir denn hinkommen. Ich bin jetzt auch nicht den Haupteingang raus, sondern so einen Nebeneingang raus. Ich weiß auch nicht, was wir jetzt machen. Wenigstens ist schönes Wetter. Mein Schal habe ich mir mitgenommen, weil ich habe mir schon gedacht, dass es kalt ist und habe auch recht behalten. Ja, Leute, laufe ich hier mal aus dem Krankenhausgelände raus. Ich hätte vielleicht lieber da hinten den Haupteingang gehen sollen, aber es kann nicht so schwierig sein. Also, ich werde schon nicht lost sein. Ja, wenn ich nicht mich auskenne, dann verursacht das immer so ein bisschen Panik. Vor allen Dingen muss ich mich ja vielleicht 2, 2,5 Stunden, vielleicht sogar 3 Stunden beschäftigen. Und ich habe echt keinen Bock, im Krankenhauscafé rumzusitzen. Das ist sowieso immer so ein bisschen Depri, finde ich. Deswegen wollte ich eigentlich in die Stadt. Jo. Jetzt sind wir hier aber so einen Nebeneingang raus. Oh, schön. Vielleicht setze ich mich hier einfach in den Park. Ich wollte sowieso ein Video drehen gerade. Ich hatte eure Kommentare noch nie wieder gelesen und da wollte ich mal drauf antworten. Jetzt merke ich mir das mal. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Okay. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Mal sehen. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Oh.
Bruno? Links oder rechts? Die gehen alle über die Ampel. Ich nicht. Hospitalstraße heißt es hier. Hospitalstraße. Ich wollte mir heute Morgen noch so einen Schnappschuss machen, so einen Screenshot, wo ich wie in die Stadt komme. Das habe ich vergessen. Ich habe hier kein Internet draußen. Wir orientieren uns erstmal. Moment. So. Also hier geht es irgendwie immer in die Richtung, weil ich sehe da hinten schon den Hafen. Also könnte da ja der Hafen sein, oder? Ja, nicht so schwierig sein. Kriegen wir schon hin. Da hinten müsste der Hafen sein, soweit ich mich erinnere. Und am Hafen müsste ich immer nur wieder geradeaus zurück. Den Weg, den wir gekommen sind. Ministerium für Bildung und Kultur. Den Eingang bin ich eben raus. Und wie heißt die Straße hier? Hospitalstraße, aber diese Hauptstraße. Wie heißt die denn jetzt? Lass mich mal gucken. In einer Großstadt. Allein unterwegs. Ja, da bin ich. Ich kann immer ein Foto machen hier von mir. Weiterhin Lost in Kiel. Nee, ich glaube, da bin ich am Hafen angelangt. Dahin. Was meint ihr? Ich glaube schon. Und dann immer geradeaus. Und da muss ich mir doch eigentlich nur diese Straße merken, in die ich jetzt hier einbiegen muss nachher, wenn ich wieder zurückgehe. Kann doch nicht so schwierig sein. Denn hier gibt es Primark. Und ich will unbedingt zu Primark mir ein paar Unterhosen kaufen. Ich liebe nämlich die Unterhosen von Primark. Und die von Kick, die hatte ich ja letztes Mal gekauft. Die sind mir zu, ja, die sind nachher, die rutschen immer in, ne, habe ich ja erzählt, immer in die Ritze rein und das mag ich gar nicht. So. Obwohl ich da schon eigentlich M gekauft hatte. Und wenn ich L kaufe, fürchte ich, ist die zu groß. So, jetzt verquatschen wir uns mal nicht hier, sondern gucken mal, wo bin ich denn? Infektionsmedizin, Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Ich liebe diese medizinischen Fachausdrücke. Wenn ich nochmal auf die Welt kommen würde, würde ich Ärztin werden. Ich schwör's euch. Keine Kinder, gar nichts, nur Arztleben. Mein Traum. Ja. Hätte ich ja machen können, ne? Ich Idiot. So. Und jetzt die Straße einmal merken. Jetzt kommen wir. Medizin und Pharmazie, historische Sammlung Kiel. Wenn ich da mir dieses Wort merke, und das mache ich bestimmt, finde ich das wieder. Museum am Meer. Und diese Straße heißt Schlossgarten. Ja, aber heißt das echt alles Schlossgarten bis da hoch? Aber hier kann man ja auch nicht weiter, weil hier müsste das Krankenhausgelände anfangen. Also wenn ich immer geradeaus gehe und dann hier wieder zurück, dann müsste ich eigentlich ankommen. Seht ihr, da hinten ist der Hafen. Eigentlich könnte ich da aber mal ein Video drehen jetzt, weil ich wollte auf eine Frage von euch antworten. Hegewischstraße. Und jetzt werde ich mir das mal fotografieren, damit ich das nicht vergesse. Moment.